Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einie. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Ha! Was hab ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Verdammt, ist das heiß! Um Himmels Willen, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst! Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion... Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist, Doc, sollten wir nicht verschwinden, bevor die Libyer auftauchen? Was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Da! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Doc! Marty! Ist alles okay? Ja, Mom. War nur ein Albtraum.
Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran.